Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Stürmi. Und heute habe ich für euch das Mega Starter Pack der FIFA 365 Adrenalin XL 2021 Serie. Und ja, leider ein bisschen später als es rausgekommen ist, aber egal, ich bringe es trotzdem. Und was da drin enthalten ist, sehen wir nach dem Intro. Ja, heute das Mega Starter Pack der FIFA 365 der aktuellen Serie. Kosten tut das Ganze hier 8,99. Sieht richtig nice aus, das Cover hier. Hier ist sogar Haaland, Mbappé, Messi, Lewandowski, Ronaldo und jetzt komme ich nicht auf den Namen. Egal. Wir drehen das Ganze mal rum. Ah, ne, hier Inhalt. Also Sammelordner. Ups, seht ihr nicht. Sammelordner, Sammlermagazin, Gameboard, 5 Packets und eine Limi. Dann drehen wir die ganze Chose mal rum. Und dann sehen wir das gleiche hier in groß. Also hier ist das Album. Dann haben wir hier das Spielfeld. Hier wäre die Limi, dann die Packs, ja. Und dann kann man natürlich noch mit den Karten in der App spielen, wenn ihr die App auf euer Handy ladet und die Codes eingibt. Ja, dann würde ich mal sagen, wir öffnen das gute Teil hier und dann schauen wir mal, was wir drinnen haben. So. Komm raus. Also ich denke mal, das Gameboard wird fast immer gleich sein. So, zur Seite mit dem Müll. So. Hier sind die Booster, die 5 Stück. Die legen wir auch mal kurz auf Seite. Dann haben wir hier die Limi. Und zwar haben wir hier Leon Goretzka. Richtig nice aus mit dem Golden alles. Und dann widmen wir uns mal der Mappe. Und meine Matte tut sich hier selbstständig machen. So, hier sehen wir das Gameboard. Also, ja, ich will nicht wissen, wie viele ich von denen schon habe hier. Ja, da brauchen wir eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen dazu. Das legen wir mal auf Seite. So, dann sehen wir hier die Mappe. Das gleiche Cover wie auf der Verpackung eben, auf der Tüte. So, dann öffnen wir das mal. Dann sehen wir hier, was es so gibt. 180 Base-Karten, 218 Special-Karten. Ich glaube, ich hole es mal raus, dann kann man es vielleicht besser sehen. So. Teammates, Wonder Kids. Dann haben wir hier die Special Karten, Club Matches, Fans Favorites, Elite, Club and Country, Power Trios. Dann hier Star, Time Machines und International Stars, Power. Dann hier die Titans und Dominators, Gold, FIFA World Cup History und FIFA Trophies. Und hier die Rare, Top Master und die Invincible. Ich bin mal gespannt, ob ich die Invincible bekomme. Ups, falsch herum. So herum natürlich. So, dann machen wir das hier wieder rein. Und hinten müsste dann das Magazin sein. Na. Ja, lassen wir mal so. Und hier haben sie schon wieder diese Nummern. Hier oben. Die mag ich eigentlich nicht so. Hier, hier. Egal. So, dann gehen wir mal zu dem Magazin schnell. Na.
Da haben wir das Magazin. Offizielles Sammlermagazin 2021. Öffnen wir das mal. Ja, hier ist die Einführung, also Inhalt. Und hier, ja, irgendwas von Panini. So, hier sieht man dann, wie die Karten aufgebaut sind. Dann hier Aufstellung, also zu dem Spiel. Kurz vor dem Anstoß, Anstoß. Verteidigen, Spielkontrolle, Schlusspfiff, Bonuscard, auswechseln. Und Elfmeter. Elfmeterkönig könnt ihr bei Ben Masterful oder bei PAX United schauen. Die haben sie aber schon mal gemacht mit diesen Karten, glaube ich. Ja, haben sie. So, was haben wir denn hier? Mannschaften. Haben wir Boca Juniors. Dann haben wir hier SC Corinthians. Ach Gott, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Atletico Madrid, Barcelona, Real Madrid, Olympique Marseille, Paris Saint-Germain, FC Bayern München, Borussia Dortmund, Schalke. Warum auch immer Schalke drin ist, ist aber egal. Dann haben wir noch Inter Mailand, Juventus, Lazio, Club America, Ajax. Ja. Oh, hier unten haben wir die Wonder Kids. Da. Dann haben wir hier noch Fans, Fans Favorites, dann die Club Badges, dann noch hier unten Star Time Machines. Dann haben wir hier noch Elite. Dann unzertrennlich. Ja. Dann geht es hier weiter mit Titans. Titans hört sich gut an. Dann haben wir hier Geschichte auf einer Karte. Dann haben wir hier Top Masters. Und die Invincible natürlich. Die kommen auf die erste Seite. Dann kommen hier die Dominators. Boah. Dann geht es hier weiter mit der App. Mit der App. Normales müsste Sky Apps spielen hier. Die App. Dann haben wir hier noch ein paar Sachen zu der Serie hier. Die Tintbox, die Premium-Tüte, die Premium-Gold-Tüte. Ja, dann haben wir hier nochmal die Checkliste. Da könnt ihr dann ein Kreuzchen hier hinten dran machen oder so. Alles, was ihr schon habt. Jo. Und das war's dann eigentlich schon mit dem Heft hier. Das lege ich mal hier auf die Seite jetzt. Dann schauen wir uns mal an, was wir in den Boostern haben. So, hier ist nochmal die Limmy. So. Und dann geht's los mit dem ersten Booster dieser Serie auf meinem Kanal. So. Ich sehe schon mal einen Dortmunder. So, hier haben wir Axel Witzel. Dann haben wir hier Colin Dagba von Paris. Dann haben wir nochmal Witzel als International Star. Sieht auch nicht schlecht aus hier. Dann haben wir hier eine umgedrehte Karte. Oh, hier Leon Goretzka von den Bayern als Basekarte. Nochmal eine umgedrehte Karte. Hier haben wir Samir Handanovic von Inter Mailand. Das war der erste Booster. Dann geht es hier weiter mit dem zweiten Booster. Ich drehe sie am besten mal gleich rum. So, zack. Und wir haben als erstes Rabiot von Juve. Als nächstes haben wir Saul von Atletico Madrid als Fans Favorite. Dann haben wir hier Benzema von Real Madrid.
Als nächstes haben wir hier Luis Alberto von Lazio. Und dann haben wir hier noch die FIFA World Cup History Karte. Hier steht Korea gegen Japan, glaube ich. 31. Mai und 30. Juni. Oder 31. Mai bis 30. Juni. Und wir kommen zum dritten Booster. So. Und da haben wir den nächsten Real Madrid Spieler, und zwar Eden Hazard. Dann haben wir hier David Alaba von den Bayern. Ob er bleibt bei München oder nicht, ist immer noch nicht geklärt. Dann haben wir hier die Invincible. Direkt im Starterpack die Invincible. Ja, moin. Stark, 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 stark. Dann habe ich Jan Oblak von Atletico Madrid als Fans Favorite. Als nächstes haben wir hier Joao Felix von Atletico Madrid. Und dann haben wir hier noch Bruno Fernandes von Manchester United. Alter, die Invincible. Direkt im Starterpack. Dann kommen wir zum vierten Booster. So. Als nächstes haben wir hier Ryan Gravenberch. Oder Gravenberch. Ich denke mal, Gravenberch heißt. Ich kann es aber nicht genau sagen. Von Ajax Amsterdam. Dann haben wir hier Ramiro von. Von wem ist denn das? Ja. Jetzt habe ich es hier mit dem Logo hängen. Vielleicht wisst ihr es. Dann haben wir Gareth Bale von Real Madrid. Jetzt nicht mehr bei Real. Er ist wieder zu Tottenham gewechselt. Als International Star. Ja. Dann haben wir wieder einen von Ajax Amsterdam. Feldmann. Und die nächste Karte ist hier Casemiro von Real Madrid. Und wir kommen zum letzten Booster aus dem Starterpack. Ich glaube es immer noch nicht. Direkt die Invincible im Starterpack. Ich fasse es nicht. Wir haben hier Sakai von Olympique Marseille. Dann haben wir hier Leo Suarez von, ich kann es nie merken, die zwei Vereine da, Club America, glaube ich, ist das hier. Oh, dann haben wir hier Power Trio, Messi, Suarez und Griezmann. Suarez soll ja eigentlich auch wechseln, so wie ich gehört habe. Messi bleibt ja, Griezmann, keine Ahnung. Oh, was haben wir hier? Marc-André Ter Stegen, Time Machine. Oh yeah, die sieht auch mal Hammer aus hier. Nicht schlecht. Als nächstes haben wir hier Thilo Kehrer von Paris. Ist der nicht irgendwie in die Bundesliga gewechselt jetzt? Also leihweise oder? Ihr wisst bestimmt besser Bescheid. Und als letztes haben wir hier von Inter Mailand Christian Eriksen. Ja, das war's mit dem Starter-Pack hier. Und direkt hier die Invincible gezogen. Richtiger Hammer. Ja. Da würde ich sagen, am Donnerstag kommt ein neues Video, und zwar Orakel. Die Bayern spielen gegen Sevilla. Und da würde ich sagen, wir sehen uns dann am Donnerstag im Orakel. Da würde ich sagen, bis dann und auf Wiedersehen.